Alter, hier steht einfach nur ein alter Toyota. Hat der noch Saft? Der hat noch Saft, Mann. Was? Digga, der hat noch Saft. Wie kann der noch Saft haben? Das ist schon heftig, ne? In der Küche ist auch noch alles in den Schränken drin. Vandalismus gibt's hier keinen. Freunde, auch mal ein bisschen Spaß haben an der Location. Die Pflanzen sind noch gar nicht so lange verwelkt. Im Jahre 2020 kam es an diesem Gebäude leider zu einem Großbrand. Seitdem steht es leer und wird von der Natur erobert. Wir werfen einen Blick hinein in diesen traurigen Ort. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir auf großer Lost Space Tour und haben hier ein abgefackeltes Haus entdeckt durch Zufall. Auf keiner Karte, nirgendwo. Wir schauen jetzt mal, ob das einigermaßen eingerichtet ist, ob es überhaupt verlassen ist. Das Gebäude ist seit 2020 abgefackelt, aber vielleicht steht ein neuer Pool, oder? Wir gehen einfach mal gucken. Vielleicht ist es ja nicht verlassen. Ey, Gumolo! Da steht einfach noch ein alter Toyota. Alter, wie geil. Hier sieht man, das Gebäude ist auf jeden Fall sehr, sehr, ja, abgefackelt halt. Hier im Garten, weil da war wahrscheinlich noch eine Wohnung dabei. Und da ein alter Toyota Hilux. Alter, hier steht einfach nur ein alter Toyota. Ist das der Hammer? Oder? Ist der offen? Ja. Oh. Alter, wie geil. Na gut, mal sehen uns dann, ne? Ajo, Alarm. Ciao. Jetzt krass. Mach mal Motorhaube auf. Unten links. Hat der noch Saft? Der hat noch Saft, Mann. Was? Hup nochmal, einmal. Was? Digga, der hat noch Saft. Wie kann der noch Saft haben? Alter. Mach mal Warnblinker an. Mach mal Warnblinker. Der Warnblinker geht noch. Ey, da ist noch Strom auf dem Auto. Was? Freunde, in dem Auto geht einfach noch alles. Was? Aber es ist schon lang. Es steht hier schon lange, ne? Mach mal Licht. Mach mal Lichthupe. Das wirkt so komisch irgendwie, ne? Ey, den könnte man noch retten, sah nicht da wie das. Geile Karre. Freunde, sowas habe ich auf einem Lost Place auch noch nicht gesehen, dass einfach noch die Batterie angeklemmt ist und dass die Batterie auch wirklich noch funktioniert in dem Ding, ne? Es ist wirklich heftig. Freunde, schaut euch das an. Warnblinkanlage geht noch. Der hat aber einen Unfallschaden vorne. Okay. Krass. Okay, Freunde, das mit dem Auto war schon mal sehr skurril. Wir wissen ja, dass das da seit 2020 leer steht. Und wir probieren jetzt mal da reinzukommen, weil, ich meine, dort hinten ist ein Spielplatz, der zugewachsen ist. Da hinten das Auto. Und dann wird hier wohl alles zurückgelassen sein. Hier auch ein sehr gemütlicher Garten. Eine Grillecke hier. Da hinten eine Schaukel für die ganzen Kinder. War bestimmt sehr, sehr gemütlich hier, ne? Ich meine, 2 Jahre Leerstand. Ich meine, das ist schon geil. Hier im Pool ist auch noch Wasser drin. Leute, was haben wir denn hier gefunden? Hier haben wir eine alte Garage. Ey, ist schon krass, ne? Strom geht vielleicht noch, obwohl. Ja. Hier ist auch noch alles eingerichtet. Was könnte das gewesen sein? Habt ihr eine Ahnung? Eine Bar? Krass. Hier wird wirklich alles stehen und liegen gelassen, ne? Oh. Gesundheit. Gesundheit. Guck mal von vorne. Ein schöner Brunnen hier. Da ist direkt die Hauptstraße. Also die Lage ist, naja. Ja. Hier haben wir Gabeln und halt Küchenutensilien. Alter, Kommode hier. Ja, aber sonst. Vielleicht so ein Freizeitraum hier gewesen. Werkstatt, Freizeitraum. Ja. Allein hier, guck mal. Das ist ein krasses Detail. Die Pflanzen sind noch gar nicht so lange verwelkt. Das würde man nämlich sehen. Schaut mal hier, das Gebäude wurde einfach gestützt nach dem Brand, dass es nicht einstürzt. Ich meine, ja. Krass. Aber Vandalismus frei, Leute, ne? Kein Vandalismus. Oh ja.
müssen es hier mal schnell sein. Hier mit dem ehemaligen Eingang. Hier Coronavirus. Also es gab schon Corona, wo das hier geschlossen hat. Ich gucke einmal kurz rein. Ja, Freunde, hier ist alles noch drin. Hier die Betten und alles kommt schon von der Wand runter. Auch im Schrank liegen noch Sachen drin. Also es hier war... Warte. Licht wurde abgestellt. Ein kleines Schränkchen und dann hier die Betten, die wirklich unangetastet hier zurückgelassen wurden. Ein alter Schrank noch, hier noch ein Bett. Da waren hier wohl Wohnungen. Alter, aber nach 2 Jahren so viel Verfall. Das ist schon krass. Oh. Ah, hier. Ich hab doch was gefackelt. Ja. Boah, hier riecht es auch vollkommen verbrannt. Ja, das ist krass. Das Ding hat komplett gebrannt. Da war ein Schlafzimmer. Alter. Schaut euch alleine mal diesen Raum hier an. Ein altes Schlafzimmer, wo alles noch wirklich an Ort und Stelle war, aber alles abgefackelt ist. Das ist traurig. Ey. Das ist schon heftig, ne? Wir haben mit Menschen gelebt und jetzt einfach alles zerstört, ne? Ich finde es halt, wie gesagt, cool, wie das Bett noch dort steht. Aber halt, die ganzen Gerüste sind noch da, aber alles andere ist abgefackelt. Ah, ne. Hier geht's nicht weiter, hier ist wirklich alles abgefackelt, aber ich kann euch mal die Optik zeigen. Da gehen wir garantiert nicht weiter, aber... Alter. Das Ding ist wortwörtlich weggebrannt. Aber richtig, Alter. Aber halt alles noch drin, ne? Krass. In mehr Sachen können wir leider nicht reingehen, weil einfach zu gefährlich und halt alles halt verbrannt. Hier haben wir das alte Bad, aber wir gehen jetzt mal runter, weil ich bin der Meinung, unten sind vielleicht noch coole Sachen versteckt. Ey, schaut euch das mal an, in der Küche ist auch noch alles in den Schränken drin. Die ganzen Gläser, die ganzen Teller und natürlich der Maggi darf nicht fehlen. Hier ein bisschen bei. Gehen wir hier runter in den Keller. Boah, Weinkeller. Und ja. Überfluteter Keller vor allem. Ja, ja, guck mal, hier in die gewerkelt, aber da kommt die Feuchtigkeit auch schon. Ja, klar, das ist alles frisch, was da ist. Guck mal, wie verfallen das ist. Alles ist ja wirklich komplett verschimmelt. Ich will mal das Radio ausprobieren. Die Geschichte hier zu interessieren. Geil. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht stößt. Hier ist alles noch drin. Achtung, da steht Wasser. Dann gehe ich lieber nicht weiter. Aber wie gesagt, es fasziniert mich schon, ne? Ja. Was in 2 Jahren alles passieren kann. Boah. Aber schaut mal hier. Wirklich, daran sieht man, dass hier wirklich nichts verrückt wurde. Gar nichts. Ja, ist alles noch unverändert. Guck mal, wie viel. Ja. Schau mal, wie viel Gläser hier gesammelt sind. Ich habe keine Ahnung, das ist ein Toyota. Felge an der Wand, Stahlfelge. Und hier ist das Gelände. Geil. Aber wir gehen jetzt mal nochmal zurück zum Toyota, weil den haben wir noch nicht genug erkundet. Alter Tümpel. Jawohl. Na, dann wünsche ich dir einen guten Rutsch. Oh Mann. Rutsch schon mal ins neue Jahr rein. Komm, Schaukel. Auch mal ein bisschen Spaß haben an der Location. Das hier ist halt mitten im Nichts, ne? Kannst du machen, was du willst. Jetzt seht ihr mal hier ein bisschen behind the scenes. Ja, moin. Ist der Schlüssel nicht hier drin? Sonst könnte man den wirklich mal anmachen. Das ist wirklich unbegreiflich. Schönes Auto. Ey, Mama, Warnblinker von hinten, ich will mal sehen. Ey, das kannst du keinem erzählen. Das geht einfach noch alles. Guck mal. So Freunde, da ich die Abmoderation vergessen habe, gibt's die jetzt. Ich habe an dieser Location leider nicht viele Aufnahmen machen können, editsmäßig und fotomäßig, weil wir einfach das Ding erstens durch Zufall entdeckt haben und weil ich nicht so viele Sachen zeigen möchte. Name von der Location und wie das Gebäude hieß, weil ich möchte diesen Ort schon schützen, weil es ist schon traurig, weil man weiß, die Besitzer existieren noch und sind wahrscheinlich immer noch traurig, dass dieses Gebäude halt abgebrannt ist mit sämtlichen Gegenständen von den Personen. Deswegen möchte ich, dass dieser Ort geschützt bleibt
Und ich hoffe, euch hat diese Location gefallen und das Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Euer Leon Urbex. Ciao.